Heute ist Sonntag, da ist immer Bauchmesstag und Wiegetag auch. Oh je. Also ich bin jetzt in der 19. Schwangerschaftswoche und mein Bauch, wie viel Zentimeter ist darin gewachsen? Bin ich jetzt bei 107. Das ist ungefähr ja, 11 cm plus. Und an der Brust, da habe ich auch 6 cm Umfang zugenommen. Und insgesamt habe ich jetzt, ich hatte ja vor der Schwangerschaft schon ein bisschen zugenommen, weil ich ja mit dem Nikotin aufgehört habe, habe ich jetzt in der Schwangerschaft bis jetzt 7 Kilo zugenommen. In der ersten Schwangerschaft waren es 23 Kilo. Von daher, ich werde dieses Mal, glaube ich, mehr zunehmen. Habe ich irgendwie so im Urin gehabt. Dadurch, dass ich mich die ganze Woche, letzte Woche, sehr viel geschont habe. Ich mache mal in den Ventilator aus. Ich glaube, man hört den immer sehr stark auf dem Video. Jedenfalls dadurch, dass ich mich so viel geschont habe, verhältnismäßig, ich habe auch gearbeitet, aber hier zu Hause habe ich nicht so viel im Haushalt gemacht, ist sehr viel liegen geblieben. Und das habe ich jetzt ein bisschen nachgeholt gerade. Bernd und Calvino sind schon im Garten. Die machen da den Rückbau weiter, den alten Hühnerstall abbauen und so. Mit dem Smurfy, der ist auch dabei. Und ich habe hier eben gesaugt, gewischt und habe das so ein bisschen ausgenutzt, dass keiner da ist. Dann kann das nämlich in Ruhe trocknen, weil kennt ihr das, wenn ihr wischt? Und dann tipsen da alle durch. Und ja, man hat sofort wieder die Abdrücke. Wieder voll heiß. Hose. Ach, die habe ich mal weggetan, die Hose. Da hat der Smurfy mitgespielt. Die habe ich dann aufgehangen, damit sie trocknet. Ja, und wir haben hier Eiswasser mitgenommen, damit wir eine kühle Erfrischung haben gleich. Bernd ist schon ganz fleißig. Schon ganz weit gekommen. Noch die ganzen Kartoffeln ernten. Wir dürfen noch, ja. Ich weiß. Wir nach und nach aus. Ja, erstmal haben wir die Kartoffeleimer noch, ne? Ja, da würde ich hier drauf tippen, mal irgendwo. Ja, können wir ja. So, ich mache jetzt mal hier die ganzen, wo wir vorgezogen haben und nicht eingepflanzt haben. Die schütte ich jetzt mal aus. Und räum ein bisschen auf. Bitte? Ich hätte gedacht, ich brauche länger. Ja, es ging super schnell, ne? Ja. Klasse. Danke für die Hilfe. Bitte. Kann ich weiter mit Schnipsen machen? Ja. Ich muss noch ein bisschen eben weiter sortieren. Der Smurfy ist platt, der hatte Hundebesuch und das bei der Hitze. Deswegen ruht er sich jetzt aus. Der Calvino hat eine Münze gefunden, komischerweise, die so richtig glänzt, hier bei uns im Garten. Warte mal, die ist verschwommen. Jetzt, 2 Cent. Die sieht aus wie neu, die lag hier so in der Wiese. Die ist bestimmt auch neu. Ding. Damit schnipst er jetzt ein bisschen. Ja, Bernd ist weiter fleißig am Abbauen und ich habe Sachen sortiert. Da haben wir jetzt einen Haufen Schrott. Das kommt dann zum Schrott. Ah, da zeige ich euch, was ich noch mache. Das hier bleibt liegen. Da lassen wir erstmal die ganzen Lianen. Die sollen erstmal abtrocknen. So, unser Mittelalter-Schloss hier. Hier, boah, ich muss hier unbedingt, guckt euch das mal an, wie wüst das hier aussieht. Aber das machen wir alles nach und nach. Das wollte ich euch zeigen hier. Schaut mal, eine Aubergine. Die war ganz klein. Ich dachte erst, die wird nichts nach dem Urlaub, aber die scheint was zu werden. Die Pflanze ist aus dem Aldi gewesen. Und das hier kommt. So, und hier haben wir sortiert die Clematis. Die hatte ich ja dieses Jahr erst gekauft. Die geben wir jetzt Bernds Eltern mit. Können die da bei sich im Garten dran machen. Jetzt blüht die auch noch so schön, ne? Ja, egal, die haben ja auch Freude dran. Die kriegen auch Bernds Eltern. Kann man auch immer gebrauchen, wenn man einen Garten hat.
Die werden entsorgt, genauso wie die Reifenschaukel. Müssen wir mal gucken. Kann man bestimmt auf dem Bauhof auch abgeben. So. Das kommt dann alles morgen schon mal mit zur Entsorgung und zum Verschenken. Es wird alles ganz langsam. Dann hatte ich hier den Stuhl letztens noch angemalt. Oh, er ist so platt. Oh, Baby. Ja, fein bist du. Calvino hilft jetzt dem Bernd ganz fleißig. Und hier den Stuhl. Der war so uselig. Also der ist immer noch uselig, ne? Aber ich habe ihn halt so ein bisschen angemalt. Und er hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nun ist er doch hier auf dem Holzhaufen. So, ich glaube, ich mache gleich den Rasensprenger an und springe da durch. Ist ja alles nass hier. Ja, ich weiß. Das brauchst du nicht, da ist doch ein Holz an dem Ding dran. Nur die einfachen Hölzer, die hier oben liegen. Und hier habe ich auch noch eine Kiste mit Müll. Ich sammle das alles so auf. Die leichten Arbeiten macht die Mutti. Das ist Plastikmüll. Hier diese ganzen Schilder, die wir mal hatten. Für die Pflanzen. Die fliegen überall hier rum. Das Tier liegt da und ist am Sterben quasi. Ja. Wo sind Tomaten? Überall hier drin, so verteilt. Aber sind die reif? Oder? Oder unreif? Dann reißt ihr das nicht so grob raus. Ja. Das ist doch egal, ne? Ja. Ja, es wird schon alles, ne? Ja. Klar. Ich hatte gerade wieder meinen Moment, wo ich so niedergeschlagen war und oh mein Gott, das schaffen wir niemals alles. Ich wollte sagen, du hast gerade deine Momente, wo du optimistisch bist. Ja. Du kannst es besser ein. Ja, ich denke halt immer, wir schaffen das nicht, rechtzeitig fertig zu sein. Noch voll gut im Rennen, 2,5 Monate noch. Ja, aber du kannst auch alles machen, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du alles machst, aber ich stehe hauptsächlich doof daneben. Ja, machst du, ist ja egal. Aber bei der Geburt stehst du auch doof daneben, so. Kannst auch nichts machen. Ach Mann, ey. Ja, egal. So, jetzt ist die Mittagshitze. Der Bernd macht jetzt noch ein bisschen was. Der kann nicht mehr. Calvino ist eben duschen gegangen. Und ich gehe auch gleich wieder. Ich gehe zurzeit 2-3 Mal am Tag, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Trinke meinen Tee. Ach, der ist jetzt richtig schön abgekühlt. Da kommt der Bernd. Warte, ich helfe dir. Er hat nämlich die ganzen Kisten, die muss ich gleich sauber schrubben. Die waren im Garten. Stell einfach hier hin, die Badewanne, weil Calvino ist jetzt duschen. Dann stelle ich das so und werde sauber. Hm? Dann stelle ich den rein und werde sauber. Ja, oder so. Soll ich? Ja. Dann kreischt er doch bestimmt. Meinst du? Ja. Nein, der kreischt nicht. Ja, wir machen jetzt Mittagspause. Ich mach jetzt im Schlafzimmer weiter. Du machst jetzt im Schlafzimmer weiter? Nicht. Was machst du denn da jetzt? Außen? Regale. Regale nicht. Wir machen im Schlafzimmer weiter. Ja, du hast ja recht. Wir müssen weitermachen. Wir schaffen das sonst nicht. Wir schaffen das alles. Nur alles, was wir jetzt schon mehr schaffen, als du planst, ist Bonus. Und haben da hinten aus Luft und er ziehen wir da ein. Ja. Und das geht euch duschen. Ja. Und dass ich gerade gesaugt und gewischt habe. Ja, bin sowieso gefragt. Wieso? Ja, weil ich die ganze Woche nur so nichts gemacht habe, habe ich gedacht, heute schaffe ich das, weil du musst nicht arbeiten. Dann geht das. Und muss nicht arbeiten. Ich muss heute nicht arbeiten, nicht ins Nagelstudio. Da habe ich gesagt, mal etwas. Und ich mache jetzt im Calvino hier das Überbackenes Brötchen. Ja. Probieren wir unseren Minibackofen aus. Habe ich mir jetzt überlegt. Machen wir Piccolini. Die sind alle schon. Alle? Alle. Alle 28 mit Spinat. Ja. Alle aufgegessen. Ich hätte auch gerne eine gehabt.
dann musst du neue holen. Die gibt es ja immer wieder. So. Einfach Brötchen vom Bäcker. Sonntags meistens holen wir in der Morgenrunde, wenn wir mit dem Smurfy-Teiter gehen, Brötchen. Und dann. Das mag der Italiener total gerne. Einfach überbacken. Zack. 10 Minuten jetzt gestellt. Muss ich mal gucken, ob das wirklich so lange dauert. Glaube ich nicht. So, ja. Bernd bringt Geld zur Bank. Das ist das schon mal erledigt. Und ich zeige euch jetzt den Horrorraum oder die Horrorwand Schlafzimmer. Da ist nämlich richtig viel auszumisten. So, wir haben schon ein bisschen. Das war komplett voll. Ja, hier ist noch ein Teil Anziehsachen von Bernd. Da müssen wir auch unbedingt ausmisten und aussortieren. Zum Beispiel der Rucksack hier sehe ich gerade, der ist kaputt. Den haben wir schon vor langer Zeit ersetzt, der kann weg. Sowas hier ist auf Vorrat, das müssen wir ins Lager bringen. Das nehmen wir immer mit zwischendurch und dann legen wir es hier hin und irgendwann bringen wir es ins Lager. Ja, hier Mundschütze, die braucht man ja auch noch alle. Aber die können wir ja mal ins Nagelstudio bringen. Ja, und dann können wir nämlich schon mal die Regale alle abbauen und wegbringen. Hier muss ich auch, als wir das Badezimmer renoviert haben, da habe ich einfach alles hier so in so Kisten getan. Und ja, ich habe ein paar Mal Sachen rausgeholt, aber eigentlich braucht man es nicht. Also ich kann sehr viel aussortieren. Sehr, sehr viel. Das machen wir gleich. Aber jetzt machen wir erst Päuschen. Hm? Irgendwas hier. Ist vom Staubsauger abgebissen hier. Echt jetzt? Ja. Nicht dein Ernst, Hund. Nein, das ist von diesem Ding, was ich ihm gegeben habe. Da, dieses alte Brillenetui. Mann, ey. Machen Arbeitsteilung. Wir räumen auf und Smurfy rupft alles auseinander. Erzähl, was du beim Ausmisten entdeckt hast. Ich wollte die wegschmeißen. Das musst du aufmachen, das sieht man nicht. Das war unser erstes, wo wir das erste Mal in Ungarn waren und das erste Haus uns angeguckt hatten, was wir dann nicht gekauft hatten, hatte ich das an und die Leute haben so kaputt gelacht über das I Love Egypt T-Shirt. Deswegen. Das ist so uselig schon, ja, aber. Ziehe ich nicht mehr an, aber. Behält er jetzt trotzdem. Ja. Wie groß das auch ist. Ja, da war ich auch noch ein bisschen größer. Ja. Und Smurfy? Ich habe hier nämlich ein Fach. Da ist das Fach ganz unten. Das sind so T-Shirts und Trikots von damals vom Daten noch oder von aus New York, ein Hardrock-T-Shirt, was ich eh nicht mehr anziehe. Ja. Das kommt ganz nach unten. Ansonsten sind wir ganz fleißig. Oder Bernd ist sehr fleißig am Ausmisten. Das fällt ihm nicht so leicht, aber er kann, macht das sehr gut mittlerweile. Ja, wieso? Du magst gerne Sachen behalten. Ich muss mal eben. Wo ist der Etty? Ja, ehrlich jetzt, wo ist er? Murphy. Raus hier. Mach's nur Mist. Er kriegt immer die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Hier den Korb. Der ist schon so richtig schrömmelig. Den kann man nicht mehr verkaufen, aber den möchte ich auch nicht mehr benutzen. Den darf er zerstören. Das macht er mit Genuss. Mit Genuss. Alles fragen, ob er das haben möchte. Mit Genuss. Was denn? Piek. Pink. Ja, will er bestimmt haben. Schwarz ist seine Farbe. Auf dem Baum. Nein, der macht da nicht hin. Durst? Ich hab Durst, ja. Hm, danke. Hab ich mit Versorgung? Versorg euch immer. Der Ehefrau? Danke. Auch für ihn hauptsächlich, weil bei ihm kommt das ja auch immer nah tot verdurstet. Baby bisschen kühlen. Es ist jetzt so warm wieder. Wir hatten heute Morgen irgendwie 27 Grad in der Bude und jetzt sind schon wieder 29 Grad. Wir müssen auch heiß draußen. Ja. Den Nacken verbrannt. Das wird alles wehen. Ne? Überall reingepiekt in den Finger. Ja, klar. Brennen schon des Todes mit Widerhaken des Todes. Willst du trinken oder nicht? Ja. Achso, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ich wollte was sagen. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Stimmt. Doch, du Glotzbärchen. Ja, wir ja auch.
muss gleich oder wollte gleich meine Anziehsachen auch aussortieren. Was der Bernd jetzt gemacht hat, der hat schon einen ganzen Müllsack für die Altkleidersammlung oder Diakonie oder was auch immer. Aber bei mir, ich weiß ja gar nicht, welche Größe ich nächstes Jahr habe und so. Deswegen werde ich erstmal nur das aussortieren, was so wirklich ganz schrömmelig geworden ist, was man nicht mehr benutzen kann. Und ich glaube, das ist auch viel. Ich habe so viele alte Sachen, die so Schlafanzughosen von vor 15 Jahren oder so, die sind so verwaschen, die kann ich echt jetzt mal entsorgen. Umzug ist gut für Ausmisten und Minimalisieren. Ja, ein Arsch minimalisieren. Und alles neu kaufen. Ja, ich will nichts Neues kaufen. Nein, ich muss für immer meine Schwangerschaftsschlübis tragen. Ja, also so hätte ich mit gewesen. Ja, die sind auch total gemütlich. Möchtest du mal einen anprobieren? Hab ich schon. Und? Ja. War angenehm? Passt der Popo rein. So, wir sind jetzt für heute fertig. Wir machen Feierabend. Ich wollte euch zeigen, das ist eine Mülltüte. Also das geht weg im Müll. Ich habe jetzt doch noch einen ganzen Müllsack Kleidung aussortiert. Und das ist alles so schrömmelig, das wird auch nicht mehr verkauft oder so. Das zieht niemand mehr an. Das ist Bernds Sack, den er aussortiert hat. So. Und das ist immer noch voll, der Kleiderschrank, wie man sieht. Wahnsinn, ne? Aber es ist ab und zu Luft dazwischen. Das hier sind die Vorhänge von dem Kleiderschrank. Die waschen wir jetzt gerade. Die hellen habe ich schon drin. Also ich habe jetzt hier aussortiert. Bernd hat hier aussortiert. Und man sieht das, denn vorher hatte er ja hier noch sein... Das war auch noch Kleiderschrank. Und das ist jetzt leer. Da ist nur noch ein Rucksack und so Regenponchos und so. Dann können wir die Regale schon mal bald abbauen. Und jetzt hat er alles hier in einem Kleiderschrank. Und ich muss die Seite noch komplett ausmisten. Und dann haben wir es aber hier soweit geschafft, hoffe ich. Ja, es wird immer noch ganz viel zu tun sein. Aber wir haben echt viel geschafft heute. Wir sind im Garten weitergekommen, wir sind hier weitergekommen. Und jetzt haben wir... wir haben schon 6:30. Jetzt ist echt Feierabend. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich esse jetzt noch was, gehe duschen. Ich war heute Mittag doch nicht duschen. Und dann haue ich mich aufs Sofa, gucke mal einen Film. Und ja, morgen geht es wieder los mit Arbeit. Aber morgen ist endlich nur noch 24 Grad, 34. Es wird jetzt endlich kühler. Gott sei Dank, ich habe keinen Bock mehr. Also dieses ganze Schwitzen, das ging mir so auf den Keks. Jetzt. Ich habe immer geklebt, ich wusste nicht mehr, was ich anziehen soll. Ich freue mich jetzt auf normale Hosen, normale Pullover und so. Nicht mehr so dieses mega heiße. Darauf freue ich mich. So, okay. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen bei diesem Ausmist-Video. Ich glaube, ich mache mal eine extra Playlist dafür, Ausmisten. Das wäre dann ja jetzt schon Teil 4 oder Teil 3. Mal gucken. Okay, bis morgen. Tschüss.